55 Zoll sind euch zu klein. 65 Zoll aber auch. Ihr wollt einen richtig großen Fernseher, der trotzdem nicht euer Budget sprengt? Das wird schwierig. Es sei denn, ihr erweitert bei eurer Definition eures TVs ein bisschen euren Horizont. So wie zum Beispiel Hisense das macht. Der PX1 Pro ist ein Laser-TV mit einer Diagonalen von 130 Zoll oder mehr, wenn ihr den nötigen Platz dafür habt. Technisch gesehen ist das zwar eigentlich ein Beamer, aber die Bezeichnung Laser-TV ist gar nicht so weit hergeholt. Warum, wieso, weshalb, weswegen, darum geht's in diesem Video, also bleibt dran. Okay, machen wir mal ganz kurz einen Vergleich mit tagesaktuellen Straßenpreisen. Angenommen, ihr mögt es richtig groß beim TV-Bild. Dann hätten wir hier einen LG G29 mit 97 Zoll Bilddiagonale. Den bekommt ihr im Angebot für knapp über 21.000 Euro. Das macht 217,52 € pro Zoll. Hab ich. Oder der Samsung Q80 QLED TV. Der bietet sogar 98 Zoll und ist mit 7.869 € im Vergleich ein echtes Schnäppchen. Je Zoll bezahlen wir hier 80,29 €. Das sind alles tolle Geräte, die jeweils ein richtig gutes, großes Bild liefern. Preislich aber für die meisten von uns leider absolut komplett außer Reichweite. Und jetzt zum Vergleich. Der Hisense PX1 Pro. Ein Laser-TV, für den der Hersteller eine maximale Bilddiagonale von 130 Zoll angibt. Und der kostet aktuell nur etwas mehr als 2.100 €. Das wären dann 16,50 €, die ihr pro Zoll zahlt. Ein deutlich besserer Deal, wenn ein großes Bild das ist, was ihr wirklich wollt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das hier wirklich ist und ob sich so ein Gerät für euch da draußen wirklich lohnt. Ach so, und bevor Leute jetzt in den Kommentaren wieder aktiv werden, ja, es gibt inzwischen schon einen Nachfolger, den PX2 Pro. Der kostet aktuell im Moment aber noch knapp 3.000 €. Das hier ist das letztjährige Modell, das könnt ihr noch kaufen. Und aus unserer Sicht ist es preislich aktuell eine interessante Option. Laser-TV. Schon mal gehört? Das klingt ein bisschen wie Laser-Beamer. Und mit der Bezeichnung kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. In einem Laser-Beamer werden, grob gesagt, rote, grüne und blaue Laserstrahlen erzeugt und dann über ein Prisma zu verschiedenfarbigen Lichtpunkten kombiniert. Diese Lichtpunkte werden dann über Spiegel nach schräg oben aus dem Gerät gestrahlt und erscheinen dann, im Idealfall, auf eurer Wand oder Leinwand, wo sie dann ein Gesamtbild erzeugen. Und das ist, rein technisch gesehen, wirklich ein Projektor. Warum nennt Hisense dann dieses Ding jetzt Laser-TV? Vielleicht, weil Begriffe wie Beamer oder Projektor auf manche Leute einfach abschreckend wirken. Das sind ja normalerweise so Geräte, die ihr an die Decke schrauben müsst und die dann quer durchs Zimmer leuchten. Und das ist hier nicht so. Das Ding könnt ihr auf eine TV-Bank platzieren wie einen Fernseher. Nur, dass das Display halt fehlt. Die Aufgabe übernimmt dann halt die Wand. Also ich hoffe, ihr habt Wände zu Hause. In weiß oder hellgrau. Oder ihr kauft euch eine richtige Leinwand. Und es sieht auch ganz schick aus. Also stellt euch mal das Ding bei euch im Wohnzimmer statt eines Fernsehers vor, dann werden die Leute bestimmt immer wieder gucken und fragen. So, was kann er denn jetzt, der Laser-TV? Naja, er wirft ein Bild. In Ultra-HD-Auflösung mit Unterstützung für HDR10 und HLG. Leider kein HDR10+ und auch kein Dolby Vision. Das klingt erstmal nach einem Bummer für die Freunde von hochwertigeren HDR-Formaten, ist aber bei einem Beamer dieser Art ehrlicherweise nicht so ein großes Problem wie bei einem Fernseher. Denn Butter bei die Fische. Ihr habt bei einem Beamer keine annähernd so guten Schwarzwerte wie bei einem guten TV und damit auch keinen so guten Dynamikumfang. Und damit seid ihr nun mal limitiert, was rein technisch die Darstellung von HDR-Inhalten angeht. Und es soll jetzt nicht heißen, dass HDR10+ und Dolby Vision nicht auch auf Projektoren toll aussehen können. Aber wenn ihr das wirklich genießen wollt, müsst ihr euch nochmal in ganz andere Preisregionen begeben. Die Spitzenhelligkeit, die der PX1 Pro kann, sind 2200 Lumen im Dynamikmodus. Wenn ihr beispielsweise den Filmmaker-Modus wählt oder die Farben selbst kalibrieren wollt, dann wird das nicht ganz so hell. Aber für abgedunkelte Räume vollkommen ausreichend.
Und da gehört das Teil auch hin, in abgedunkelte Räume. Hisense bewirbt das Teil für Projektionsgrößen zwischen 90 und 130 Zoll. Und das hier sind ungefähr 130 Zoll. Nicht 75 oder 85 wie bei den wirklich großen Fernsehern. Nein, 130. Und ganz ehrlich, wir drehen diese Videos hier eigentlich nur, damit wir mit Lasern und Nebelmaschinen rumspielen können. Ihr könnt übrigens recht problemlos noch größer gehen als die 130 Zoll, wenn eure Wohnung das zulässt. Klar geht dann einiges an Schärfe verloren, aber das gleicht ihr durch den größeren Sitzabstand eh wieder aus. Die wichtigere Frage ist, reicht die Leuchtkraft aus? Und das ist davon abhängig, wie gut ihr eure Räume abgedunkelt bekommt. Grundsätzlich können wir sagen, das Ding macht ein richtig gutes Bild. Und wir haben hier nicht mal eine Leinwand, sondern einfach nur unsere normale Wand, die wir in hellgrauer Farbe gestrichen haben. Und trotzdem haben wir jetzt Bock auf einen richtig geilen Kinoabend hier im Studio. Ton kann der PX1 Pro übrigens auch. Jedenfalls besser als die meisten TVs. Mit 2x15 Watt kann der das Level einer kleinen Soundbar erreichen. Es fehlt halt einfach ein bisschen an Volumen. Vor allem im Tieftonbereich. Ihr könnt aber natürlich auch eine Anlage mit dem Gerät koppeln. Unterstützung für Dolby Atmos, also für raumfüllenden Klang, ist auf jeden Fall vorhanden. Und ganz ehrlich, wenn ihr echtes Kinofeeling wollt, macht es Sinn, sich darüber zumindest auch mal Gedanken zu machen. Aber da sage ich euch ja nichts Neues. Die ganzen Anschlüsse werde ich jetzt nicht im Detail durchgehen. Die seht ihr ja hier im Bild. 2x HDMI 2.1 ist aber vorhanden. 3D kann er nicht. 120 Hertz unterstützt er auch nicht. Es gibt aber einen Gaming-Modus, den ihr natürlich auswählen könnt, denn das Ding läuft ja auch mit einer Konsole. Und ja, das ist richtig geil. Und was auch geil ist, ist ein Like unter diesem Video und ein Abo für den Kanal. Jedenfalls würden wir uns darüber sehr freuen. Der Laser TV ist übrigens auch ein Smart TV. Als Betriebssystem habt ihr Android TV mit zahlreichen Apps. Nahezu alles, was ihr euch vorstellen könnt, nur Netflix nicht. Also Netflix würde schon darauf laufen, aber das Gerät ist nicht dafür zertifiziert. Wie ganz viele andere Beamer auch. Weil ihr hier aber Chromecast integriert habt, könnt ihr Netflix problemlos von eurem Handy oder Tablet einfach drauf streamen. Im Endeffekt ist Content hier kein Problem. Eine Sprachsteuerung gibt es übrigens auch über den Google Assistant, den ihr mit einer Taste auf der Fernbedienung jederzeit aktivieren könnt. Und die Fernbedienung ist guter Standard. Wobei, es ist ganz cool, man kann die so hinstellen. Und ihr merkt schon, das ist jetzt kein super detailliertes Review. Begreift dieses Video eher als Anregung. Ihr wollt Kinofeeling zu Hause und ein richtiger Projektor ist absolut nicht euer Ding. Dann schaut euch Laser-TVs wie den PX1 Pro ruhig mal an. Solltet ihr euch einen Laser-TV holen, wenn ihr echtes Heimkino-Feeling wollt? Ich sag mal so, wenn ihr einen Raum habt, den ihr gut abdunkeln könnt und wenn ihr euch gerne in abgedunkelten Räumen Filme und Serien anschaut, dann denkt ruhig mal out of the box. Laserbeamer sind nicht perfekt. Die Bildschärfe ist bei einem richtigen Fernseher besser, die Farben sind nicht so intensiv. Und für die lichtdurchfluteten Räume, mit denen in Wohnungsanzeigen gerne mal geworben wird, ist das auch nichts. Und der PX1 Pro ist auch nicht der beste Laserbeamer in seiner Klasse. Ihr findet hellere und schärfere Geräte mit noch mehr Features, klar. Aber das hier ist eine sehr gute Mittelklasse-Lösung, die preislich noch halbwegs vernünftig ist. Und wenn euch die angesprochenen Schwächen nicht abschrecken, beziehungsweise wenn ein großes Bild eure Prio ist, dann werft ruhig mal einen Blick auf dieses Gerät. Beim Preis, den ihr pro Zoll zahlt, ist der aktuell schon ziemlich unschlagbar. Aber verratet uns doch mal, wie groß für euch ein Fernseher sein muss. Habt ihr über einen Beamer oder etwas Ähnliches schon mal nachgedacht? Wenn ja, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein und ich drehe mich jetzt von euch hier wieder weg und gucke endlich Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Ah, Across the Spider-Verse, genau.